Hallo, mein lieber Wassermann, schön, dass du da bist. Ich grüße dich und herzlich willkommen zu deiner Legung, wo ich mir anschauen werde, was jetzt noch so Mitte bis Ende Mai auf dich zukommen will, was da noch so von Wichtigkeit ist. Du bedenkst wie immer, dass die Legung allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Wassermänner zutreffen muss. Ja, das habt ihr auf dem Schirm und ihr werdet das aber auch merken, ne? Ja, das ist mal ein bisschen was anderes. Ich habe die Legung gemacht, weil die Wochenlegungen, die werden jetzt erstmal pausieren. Ich muss mal schauen, wie ich das dann noch weitermache. Die Wochenlegung, ob ich die überhaupt noch mache. Ich glaube auch, dass solche Legungen vielleicht auch euch mehr bringen. Ja, bei mir ist sehr viel los, Wassermann. Ich glaube, bei einigen ist im Moment sehr viel los. Deshalb. Aber es kommen noch einige Legungen. Also die Juni-Legungen, die kommen auf jeden Fall noch. Und dann kommt vielleicht noch ein Special. Und dann schauen wir mal weiter, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Dann wollen wir mal gucken. Wassermann, Mitte bis Ende Mai. Was ist da los? Worum geht es denn? Wassermann. Worum geht es bei dir jetzt noch Mitte bis Ende Mai? Das Buch hier. Wissen, tiefes Wissen. Etwas wissen wollen. Vielleicht ist das hier ein Geheimnis, was ihr aufdecken wollt, tiefes Wissen bekommen, etwas offenbart bekommen, etwas erfahren wollen oder auch ein Geheimnis aufdecken wollen. Verschlossenheit kann das sein. Jemand, der verschlossen ist, wie ein verschlossenes Buch, oder du selber hältst etwas noch geheim, fern, bist selbst wie ein verschlossenes Buch. Kann natürlich auch Bildung sein, ne? Vielleicht bildet ihr euch weiter, vielleicht geht es auch darum, sich weiterzuentwickeln, etwas Neues dazuzulernen. Oder vielleicht, ja, wird man auch was Neues jetzt dazulernen. Gucken wir mal, Wassermann. Was ist hier noch los bei dir? Mitte bis Ende Mai, worum geht es denn hier noch? Was haben wir denn da? Der Hierophant. Das ist die Stierenergie. Das ist der Glaube. Das ist auch eine reife Energie. Das ist ein Segen, den man bekommt. Das kann auch das Universum sein. Vielleicht weiß man noch nicht hundertprozentig, wie ernst etwas wird, wie ernst etwas ist. Entweder wie ernst es dir ist, vielleicht hältst du das noch im Verborgenen oder du weißt nicht genau, wie ernst ist es wirklich in einer Situation, in einer Lage oder auch mit einem Menschen. Es kann sein, dass einige von euch sich wirklich so ein Wissen angeeignet haben, auch was so mit der spirituellen Welt zu tun hat, ne? Dass man da schon wirklich innerlich mit verbunden ist, ne? Dass man sich leiten lässt, dass man sich führen lässt, dass man da auch wirklich einen starken Glauben in sich hat, ne? Wow, Wassermann, wir gucken jetzt mal hier. Was ist hier los? Was zeigt sich denn hier noch? Wassermann, Mitte bis Ende Mai. Was kommt auf Wassermann zu? Was kommt hier auf Wassermann zu? Jawohl, der Ritter der Schwerter, deine eigene Energie. Wassermann, was kommt hier? Oh, der Narr. Wassermann, was zeigt sich hier noch? Und die Gerechtigkeit. Wow. Also Wassermann, du hier sofort dabei. Das ist auch Zwillinge und Waage Energie. Ja, man ist entschlossen, man ist sicher, man will sofort in etwas reingleiten. Ne? Man ist da willensstark, man hat den Gedanken, ja, ich presche da rein, ich will da rein, ich will Fortschritt, ich bewege mich drauf zu. Dann haben wir hier den Narr, der für einen Neuanfang steht. Das kann etwas Neues sein für dich, wo du dich drauf zubewegst, eine neue Energie, eine neue Situation, eine neue Angelegenheit. Waghalsigkeit ist das auch, ne? Von Null anfangen, Neustart, sich in etwas reinbewegen wollen, ne? Etwas, was noch am Anfang ist. Dann haben wir die Gerechtigkeit, das ist die vage Energie, ne? Das ist die Ausgeglichenheit. Das ist etwas, was ans Licht kommt, die Wahrheit. Vielleicht ist das das, was du wissen wirst, was du wissen willst. Du willst die Wahrheit wissen. Du willst auch Gerechtigkeit. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, man will wirklich wissen, wie ernst etwas wirklich ist. Und die Wahrheit wird ans Licht kommen. Etwas wird sich ausgleichen. Wir gucken. Der Ritter der Schwerter, Wassermann. Worum geht's hier? Ja. Belastung hier noch, ne? Ja, irgendetwas, was auf den Schultern liegt, ne? Man will sich jetzt
von dieser Belastung lösen, ne? Vielleicht von dem Unwissenden. Man sagt sich jetzt, ich will jetzt wissen, was los ist. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ich will die Belastung hinter mir lassen. Ihr seid da auch wirklich imstande, euch sämtliche Last aufzubürden, ne? Damit ihr wirklich irgendwo reinrennen könnt. Ja, man will eine Last auch runterfallen lassen, ne? Man will sich aus Lasten befreien. Der Narr. Womit hat der Narr etwas zu tun? Hier, Wassermann. Der Gehängte von der anderen Seite, ja. In einer stagnierenden Lage sein. Man möchte loslassen, man möchte neu starten, man möchte anfangen. Das ist schon so eine klare Sicht, die man hier einnimmt, ne? Man hat da eine Sicht vor Augen, eine Perspektive vor Augen. Man lässt sämtliche Masken fallen. Man möchte vielleicht auch andere Maskeraden fallen lassen, die anderer Menschen oder von einem bestimmten Menschen. Ne? Das ist so dieses Gefühl, ja, ich weiß eigentlich schon Bescheid. Ich habe da schon so mein Wissen, ich habe da schon meine Richtung. Ich sehe das schon. Also ich sehe diesen Neuanfang. Ich möchte mich darauf zubewegen. Man guckt da schon rein, aber man muss sich da einfach noch lösen. Man muss sich befreien und sich dann tatsächlich da reinstürzen. Was ist hier mit der Gerechtigkeit? Worum geht's da? Wassermann, die Gerechtigkeit. Wow. Ja, die drei der Stäbe, das Abenteuer, die Warterei. Man wartet auf Gerechtigkeit, man wartet auf eine Wahrheit, man wartet auf Ausgeglichenheit, Einklang. Das ist ja dein Ziel, was du vor Augen hast. Das ist das, wo du hin willst. Ne? Du nimmst das Ganze schon so in die Hand, du willst schon starten, du siehst das schon vor dir. Das ist natürlich noch so eine Wartehaltung, eine Erwartungshaltung. Ne? Man möchte da Klarheit haben, man möchte Wahrheit haben. Das ist so eine Sache, die mit Gerechtigkeit auf dich einwirkt. Ne? Du willst dich reinstürzen, du siehst dein Ziel vor Augen, was du dann auch erreichen kannst, ne? Wo du dann deine Wahrheit für dich erkennst, wo du die Wahrheit siehst, wo du dann auch wirklich etwas erfahren kannst, was fair, real, wirklich ist, was mit der Wirklichkeit zu tun hat, ne? Wie es wirklich ist. Mensch, 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 ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ich glaube schon. Wassermann, klären wir mal auf, was ist denn hier das Endresultat, wie weitet sich das denn hier aus? Die Schlange. Noch eine Karte. Und das Kreuz. Heieieiei. Das Kreuz liegt ja hinter der Schlange. Das bedeutet, dass sich Verwicklungen auflösen, beziehungsweise, dass man sich lösen kann aus diesem Hin- und Hergerissenen. Solche Intrigen, Irrwege, die werden sich verringern. Ne? Dieser Irrweg wird sich verringern. Ist nicht mehr allzu belastend. Aber es kann natürlich auch sein, ja, natürlich, dieses kein Anfang, kein Ende finden, das ist natürlich eine Belastung, ne? Was haben wir denn da im Hintergrund? 43, das ist der Spiegel. So, das ist die klare Sicht, das ist die Wahrheit. Das ist die Realität. Irgendwas wird euch hier real vor Augen gesetzt. Ihr werdet die Realität sehen, ihr werdet die Realität spüren, ihr werdet das erfahren, was ihr erfahren wollt. Wir gucken mal, was von außen auf dich einwirkt. Noch Wassermann, wer oder was? Was kommt von außen auf Wassermann zu? Oh, da haben wir ein paar mehr. Was ist das denn? Die Herrscherin, Ast der Stäbe verkehrt herum, die vier der Kelche und der Ritter der Münzen. Warte mal. Mensch, was ist das denn? Heieiei. Könnt ihr das noch sehen, ja? So, die Herrscherin, ja, bereit sein, Reife. Das ist Liebe, das ist diese starke Liebe, das ist die Mütterlichkeit, das ist die Weiblichkeit. Kann auch eine sexuelle Energie sein. Hier haben wir das Ast der Stäbe verkehrt herum allerdings. Ich habe das Gefühl, jemand traut sich da nicht, etwas in die Hand zu nehmen, loszugehen, anzufangen, ja, leidenschaftlich auf dich zuzukommen. Weil hier die vier der Kelche ist auch die Überlegung, ja, mache ich ein Angebot, gehe ich auf Wassermann zu. Das ist so eine Situation, wo man unzufrieden ist. Ne? Die Leidenschaft, die kann nicht ausgesetzt werden. Dann haben wir hier den Ritter der Münzen, Erdenergie, Stier, Steinbock, Jungfrau. Langsam, langsame Energie, Schneckentempo hier. Da hat jemand eine Münze in der Hand, möchte dir das reichen, möchte dir das geben, Stabilität.
Vielleicht wartet der Mensch auch darauf, dass du diese Stabilität übermittelst. Ne? Jedenfalls ist hier die Angst, ja, leidenschaftliche Energie raussprühen zu lassen. Hier ist so dieses Gefühl von innerliche Liebe. Ne? Man möchte das rauslassen, aber ja, man kann nicht anfangen, man kann nicht starten, man ist sich unsicher. Mache ich das? Mache ich das Angebot? Ist das überhaupt ein Angebot von Wassermann? Hat Wassermann mir genug gezeigt, sodass ich dann jetzt meine Stabilität übermitteln kann? Langsam. Ne, ist ein kleiner Fortschritt, aber jemand bleibt da so ein bisschen stehen und hat Angst. Klären wir das mal auf, Wassermann. Was ist denn hier los mit dem Menschen? Die äußere Energie. Oh je, nee. Der Eremit. Noch eine Karte. Das ist die Jungfrau-Energie. Rückzug. Und die Fünf der Stäbe. Verkehrt. Ja, Rückzug, Konflikt. Jemand muss erstmal Innenschau betreiben. Jemand muss sich das erstmal anschauen. Jemand betrachtet die Situation. Jemand befindet sich im Rückzug. Und dann haben wir die Fünf der Stäbe verkehrt. Ja, man weiß nicht genau, wie man agieren soll. Ne? Vielleicht überlegt der Mensch, ja, soll ich da vielleicht andere Mittel einführen, damit ich auf Wassermann zugehen kann? Aber das steht auch dafür, dass man diesen Kampf da loslassen will, diese Konfliktsituation runterfallen lassen will. Man hat keine Lust auf Konflikte, ne? Oder auch Konkurrenzkampf hin und her. Irgendwas ist diesen Menschen hier zu viel. Das ist ja eigentlich so mehr dieser spielerische Kampf, sage ich jetzt mal, ne? So Kraftprobe und so weiter. Aber hier wird schon eine gewisse Ernsthaftigkeit gesehen, ne? Also man hat keinen Bock auf Spielchen oder so, ne? Deswegen Innenschau. Und der Ritter der Münzen, das ist ja jemand, dem man vertrauen kann, der es auch ernst meint, ne? Deswegen Rückzug, Innenschau, warten, sich das Ganze erstmal wirklich näher betrachten wollen und analysieren, ne? Auch, dass etwas in die richtige Richtung geht, ne? Dass etwas nicht irgendwie einen Konflikt enden kann. Da hat die Person echt keine Lust drauf. Wassermann. Ja, du musst das in deine Situation ummünzen. Ne? Das kann hier auch etwas mit der Liebe zu tun haben. Ganz klar. Jedenfalls geht es hier um etwas, was man wissen will unbedingt, was man vielleicht auch selber offenbaren sollte, zeigen sollte. Und wo es auch hier um einen Neustart geht. Man hat ein Ziel vor Augen, man will sich da reinbewegen. Ne? Man soll sich aus Konflikten lösen, aus Hin- und Hergerissenheit, aus Irrwege, ne? Ja, und sich dem Schicksal auch hingeben. Hier das Kreuz und der Hierophant, sage ich nur. So, Wassermann, gucken wir mal, was jetzt noch die Schatzkammer deiner Seele zu sagen hat. Was gibt's hier noch zu sagen? Schatzkammer deiner Seele, Wassermann. Achtsamkeit. Achtsam begegne ich dem Hier und Jetzt. Wassermann, sei achtsam. Sei achtsam. Achtsamkeit in Bezug zu dir selbst, aber auch halte die Augen offen, halte die Ohren offen. Höre, sehe, fühle und folge deiner Intuition auch. Ne? Sei achtsam. Nimm die Dinge wahr, schau dir das an. Achtsam im Hier und Jetzt. Nicht was war, sondern was jetzt kommt, was sich zeigt, was jetzt gerade schon da ist. Ne? Du kannst da etwas für dich aufdecken, erfahren. Mein lieber Wassermann, danke fürs Zusehen und ich wünsche dir noch einen schönen Rest Mai und ich hoffe bis bald. Tschüss.